Leute, Serplin hier. Heute geht's mal was, was mich persönlich ziemlich hart abfuckt. Und zwar Country Humans. Es ist etwas, was schon vor einem halben Jahr ungefähr mal ein bisschen Hype bekommen hat durch Leute wie Spockdor und P.K. Russell, die sich drüber aufgeregt haben, aber mittlerweile einfach wieder so einen kleinen Spike bekommt. Oder zumindest wird's mir gerade in die Recommendations geschissen. Und weil man sich minimal drüber informiert, ist es ein so krankes Fandom. Das sind einfach Leute, die sich Liebesbeziehungen zwischen fucking Ländern vorstellen. Und das ist halt so, das sind die krankesten Scheißdinger. Also, ich kann ja auch keine Bilder einblenden, die halt gut aussehen, wo ich nicht irgendwie für ihr Band werde, weil ich Porn auf YouTube poste. So, das ist halt, alles ist so sexualisiert und shit und es ist einfach nur verwirrend für mich. Da ist halt so an sich der Style und alles. Es ist an sich ein guter Artstyle, aber es ist halt so krank gemacht. Es ist halt einfach nicht mal irgendwie aktuelle Staaten. Das ist zum Teil irgendwie so ein Chip aus Sowjetunion, Nazi-Deutschland und was weiß ich noch allem. Das ist anscheinend irgendwie der King von einigen Leuten, sich so eine Scheiße anzuschauen. Irgendwie Nazi-Deutschland X, Sowjetunion X, was weiß ich, USA oder so. Das ist ein King anscheinend. So, ich verstehe nicht, warum das wieder einen Boom hat. Das ist halt komplett ungerechtfertigt. Also, ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach nur Shippen von so mehreren Ländern. Es ist einfach krank. Naja. Das war alles, was ich sagen wollte. Jetzt bleibt toxisch. Entbimmelt die Glocke. Disliked meine Videos. Deabonniert mich und bleibt toxisch. Ah ja, und dann letztes noch. Rudi Film, Rasse, Unternehmen.